Okay, dann wollen wir mal in diesen Fahrstuhl einsteigen, der schon mal gar nicht so vertrauenswürdig aussieht. Mit dem ganzen Blut. Wir müssen nämlich gleich aussteigen. Denn er fährt sofort eine Etage höher und dort gibt es nur Stacheln. Ja, wieder eine miese Falle in Sans Festung. Gut. Ab geht's weiter nach oben. Und wir sehen schon, wir sind wieder bei so einer Rampe angekommen. Wenn wir richtig gucken, geht's dorthin zurück, wo der eine Schlangenmensch geschlafen hat. Und das hier lässt sich von dieser Seite leider nicht öffnen. So. Von hier aus kommen wir hier hoch zur Steinschussanlage. Die können wir mal umstellen, dass sie in Richtung von dem schlafenden Schlangentypen schießt. Sehr schön. Und ihm gleich mal Schaden macht. Na komm, lassen wir ihn ganz von dem Stein töten. Der wird nämlich da einfach stehen bleiben, oder? Ja. Und sich überrollen lassen. Nächster Stein. Währenddessen können wir uns hier ein bisschen umgucken. Obwohl ich glaube, hier war nichts. Nein, hier ist nur der Weg zurück zum Zwiebelritter. Ja, zu Zwiebelritter, zu Sigi. Hier ist nur ein Abgrund mit einem Schlangenmagier. Da geht's weiter. Und dort wäre der andere Weg noch gewesen, den wir als nächstes gehen werden. So, erst einmal verschiebe ich das hier kurz. So. Dass die Steine einfach da drüben rausrollen. Dann geht es für uns erstmal hier weiter. Denn hier können wir an dieser Stelle runterhüpfen. Und zwar normalerweise einem Schlangenmagier genau direkt aufs Haupt. So. Weg mit dir. Wir können hier eine Seele einsacken. Und dann sind wir hier in der Zelle, die von der anderen Seite nicht zu öffnen war. Erst einmal kriegen wir eine schwarze Zauberuniform. So wie der Magielehrling sie trägt. Und wir können diese Tür öffnen. So, sehr gut. Aber es geht noch weiter hier. Hier einfach rüber. Hier lang nämlich. Durch eine Zelle, die wie auch immer erreichbar ist, im Normalfall. Und dann hier runter. Gejumpt. Und der da macht uns das gleich mal nach. Deswegen können wir ihn mit Pfeilen abknallen von hier aus. Oder er fliegt einfach runter. So. Hier müsste nämlich auch noch eine Kleinigkeit für uns rumliegen. Genau. Wappenring, Wunder Drache. Was macht der denn? Also ja, ich weiß, was er macht. Da war er auch gerade. Träger verursacht keine Geräusche. Dieser Ring wurde heimlich von einem bestimmten dubiosen Magier der Darren-Schule zu Winheim getragen. Der Ring ist mit einem ewig ruhenden Drachen verziert und schluckt alle Geräusche, die sein Träger verursacht. Also eigentlich der perfekte Ring für eine Assassine. So, hier geht es wieder runter. Und das Gebiet kennen wir ja. Ich heile mich mal kurz. Wir müssen ja nicht unbedingt einen unserer 20 Flakons verschwenden. Gut. Dann können wir hier den Weg zurücknehmen. Ohne uns dabei zersensen zu lassen. So, die Falle ist wieder aktiviert. Lassen wir sie mal ruhig ballern. So, und hier haben wir ein dickes, fettes Loch in die Mauer gemacht. Und den Schlangenmenschen um den Haufen gerollt. So. Hallo, NPC. Reden wir mal mit dir. You seem quite lucid. A rare thing in these times. I am Logan. I'm a bit cooped up, as you can see. I have a bright idea. Suppose you set me free. I'm old and empty-handed.
but I could repay you with knowledge and sorcery. This place is not in my mind. The inactivity is repressive. Ja, hier haben wir Big Cat Logan. Und jetzt weiß man auch, warum er so heißt. Guckt ihn euch mal an. Kurz das Fernglas gezückt. Das ist Big Cat Logan. Sein Hut ist größer als alles andere an ihm. So. Gut, dann wollen wir dich mal rauslassen hier. So, Generalschlüssel benutzt und reden. I'm safe, and I'd love to resume my travels, but I must log a few things first, and I owe you a favor. I will return to Farling Shrine. Speak with me there, so that I may impart my sorcery. Okay, Logan will uns mit seiner Magie. Don't mind me, go on ahead. Oh, was hat er gerade gesagt? Oh, hello, I'll be along later. Okay, also er will seine Magie mit uns teilen, sobald er wieder am Feuerbandschrein ist. Brauchen wir nicht unbedingt als Ritter. Also die einzigen beiden Magien, die ich brauche, habe ich schon. Die Sturzkontrolle und das und den Lichtzauber. Die sollte man übrigens als jeder Charakter haben. So, und diese Stelle hier, diese Positionen hier, sind außerdem richtig gut geeignet, um zwei Freunde loszuwerden. Dafür wechsle ich schon mal auf den Bogen. Schlag mal kurz irgendwo in die Luft, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Passiert manchmal, sollte aber nicht im Feuergefecht passieren. So. Generalschlüssel weg. Und dann können wir von diesen Käfigen aus irgendwo hinschießen. Nein, wir können die Jungs hier wegsnipern. Was etwas dauern könnte. Weil man merkt, sie nehmen nicht gerade viel Schaden. Und ja, ich glaube, ich werde das rauszeitraffern, aber ich will die Jungs getötet haben. Auch wenn das wahrscheinlich so 100 Pfeile dauern wird. Aber ich glaube, das sind 5 Minuten pro Gegner. Die werde ich einfach rauszeitraffern. Natürlich ist es wäre es leichter, sie im Nahkampf oder so zu besiegen. Aber nö. Das Risiko will ich nicht eingehen, dabei zu sterben. Ich benutze lieber hier die Lame-Taktik. So. Also wie gesagt, ich tue das jetzt hier raus, Zeitraffern, deswegen bis gleich. So, der erste ist weg. Gibt uns gleich mal 3000 Seelen. Schnappen wir uns gleich den zweiten, und zwar von diesem Käfig hier aus. Upp. Der steht da. Den dürften wir sogar noch leichter kriegen, weil der weniger Schaden nimmt. Ja, also dann zeitraffer ich das mal wieder, während ich auf sein verlängertes Hinterteil schieße. Also bis gleich.
So. Damit haben wir auch den zweiten erledigt. Wir können uns jetzt auf den Weg zurück machen und die Titaniten holen, die die beiden gedurbt haben. Dazu müssen wir aber erst einmal ein gutes Stück zurück. Weil dort runterspringen können wir selbst mit der Sturzkontrolle uns abschminken. Wir sind nämlich einfach zu hoch. Und ja, die Sturzkontrolle vermindert nur den Schaden von nicht tödlichen Stürzen. Also von hier aus ungefähr. Deswegen gehen wir hier erstmal durch. So. Wechseln kurz Zeug. Einmal hätte ich gerne den Rostring. Oder den verrosteten Eisenring. Und dann mein Elfenbeinbeschleuniger. Wow. Ach, dich habe ich ganz vergessen, Kumpel. Du bist die Schlange, die vorhin runtergefallen ist. Schreck mich doch nicht so. So. Einmal Sturzkontrolle, bitte. Und abwärts. Dankeschön. Die Blitzschmeißer hier ignorieren. Oh. So, und hier das Titanit einsammeln. Ein Dämonen-Titanit. Und dort vorne ist noch ein Dämonen-Titanit. Sehr gut. So, wechseln wir gleich schon mal wieder auf den Torunum-Talisman zurück. Und zurück raus hier. Wow. Ja, beschmeißt mich ruhig mit Blitzen. Das macht mir gar nichts. So. Hoch. Hoch, hoch, hoch. Ja, ich würde gerne schneller klettern können. Das kann man allerdings nur in Dark Souls 2. Dann hier runter. Bisschen Schaden kassieren. Und die Jungs sind beide noch tot. Ja, die liegen da rum. Falle auslösen. Schieß ruhig. Ja, und ich gehe noch mal raus, weil ich brauche Pfeile. Ich habe hier jetzt eine ganze Menge Pfeile verschossen. Und später das nächste Gebiet nach Sens Festung. Dort brauchen wir definitiv noch mal ordentlich Pfeile. Deswegen will ich da mit maximaler Pfeilzahl weitermachen. Hallo. Ich würde gerne... Hast du noch was zu sagen? Ja, den hatten wir schon gefunden. Den heiligen Schmied. Wir brauchen Standardpfeile. So. Dankeschön. Ja, niemand möchte, dass wir zur Hülle werden, außer die ganzen bösen Viecher, die uns in Sens Festung und sonst wo umbringen wollen. Gut. Leuchtfeuer lasse ich mal sein, damit alles tot bleibt. Ja, wie das klingt. Ja, ist alles immer noch tot. Also können wir einfach durchlaufen. Zurück hoch in den Stein... in die Steinzentrale. Ich weiß auch nicht, wie man das nennen soll. In den Steinraum. Oder Felsenraum. So. Hier durch. Eins hoch.